auf Sanis Weltkanal Liebe, Leben und natürlich Erleben. Heute mit Kaffee. Dieses Video wird eine Weile gehen. Ich hoffe auch nicht allzu lange. Okay, eigentlich wollte ich über dieses Thema hier bei YouTube natürlich nicht reden. Aber der mich verfolgt auf gewisse Plattformen und weiß, dass ich das eh schon die letzten Monate tue. Und ja, ich möchte eigentlich jetzt natürlich auf diesem Weg versuchen, euch Mut zu machen, euch erzählen, wie ich darüber denke, wie ich was wahrnehme und für was es euch vielleicht bringen könnte. Ja, die Sani ist davon überzeugt, dass dieser C-Wahnsinn gekoppelt mit diesem I-Wahnsinn eine Chance für euch wäre. Die Chance, um zu euch zu stehen und natürlich, um in die Liebe zurückzukehren, die ihr eigentlich wirklich alle seid. Ja, selbst die Sani ist auch Liebe. Liebe in allem, was sie denkt, was sie tut und natürlich auch in dem, was ich fühle. Ja, denn wir Menschen alle sind Liebe. Wir sind ja alle irgendwo heraus aus Liebe entstanden und daher möchte ich euch versuchen, Mut zu machen. Dieses C gekoppelt mit dem I positiver zu also entgegenzutreten. Und natürlich sollt ihr nicht alles hinnehmen und stillschweigend akzeptieren, definitiv nicht, weil das hat ja dann auch mit Liebe wiederum nichts zu tun. Und ich werde euch versuchen, was zu erklären, wie ich was jetzt die letzte Zeit wahrgenommen habe, wie ich gewisse Entscheidungen getroffen habe und aus welchen Gründen heraus und dann, an was mich das so ein bisschen erinnert hat, damit ihr das auch verstehen könnt. Also einige, die ja meinen Kanal hier auch verfolgen und einige Videos von mir angeguckt haben, wissen, inwieweit ich das vielleicht auch schon meine mit diesem, dass dieser C-Wahnsinn gekoppelt mit dem I eure Möglichkeit sein kann. Denn meine war es ja damals, dieser Dualsehen-Prozess, dieser eine Artikel, der ja eigentlich mein Leben erst verändert hat. Weil ich auch in einer Beziehung gestanden habe oder in einer Beziehung gesteckt habe, aus der ich raus wollte, aber eigentlich auch nur Angst hatte, diesen Schritt zu gehen. Und dieser Artikel, der mich so in seinen Bann gezogen hat, wie ihr es ja auch wisst, hat mich dann erst ermutigt. Klar, indirekt eigentlich mit einem anderen Ziel. Denn ich wollte ja eigentlich mit diesem Mann in Liebe und Harmonie leben, was aber letztendlich doch nicht so ist. Was wiederum eigentlich wunderschön ist, weil ich ihn entzaubert gesehen habe und nicht mehr meine Augen vor ihm verschließen konnte, vor das, was er tut, was er sagt und macht. Denn mit allem hat er sich ja widersprochen und nur eigentlich immer geguckt, dass es für ihn passt und ihm gut geht. Letztendlich ist all das, was damals so war, ja hier jetzt gerade im Außen auch nicht anders. Denn die einen da oben, sage ich, gucken, dass es für sie passt und dass wir hier unten all das tun, nur damit es ihm passt. Ist das aber richtig, dass wir es anderen recht machen? Nein. Nein, ist es nicht. Okay, warum sage ich auch das jetzt so? Ja, weil ich auch damals nur geguckt habe, dass ich es dem einen recht mache. Und was habe ich in dem Moment gemacht, wo ich geschaut habe, dass es nur für ihn passt? Ich habe mich verraten und verkauft. Und daraufhin habe ich mich natürlich auch immer schlecht gefühlt und habe am Anfang erstmal natürlich wahrgenommen, dass er dran schuld ist, was natürlich nicht der Fall ist. Er ist natürlich nicht schuld an dem, wie ich mich fühle. Denn es war ja immer meine Entscheidung, die ich unbewusst immer und immer wieder getroffen habe und nie wirklich, ja, weil ich nie wirklich zu mir gestanden habe, bis ich es letztendlich geändert habe. Durch all den Schmerz, den ich gegangen bin, durch die Geschichten, die damit einhergegangen sind oder auch die Themen, die damit behaftet sind. Denn viele Themen sind auch hier drin. Ich bin nämlich die letzte Zeit auch sehr oft an diese Themen gestoßen. Was muss noch passieren, damit die Menschen endlich anfangen, sich selber zu lieben, damit die Menschen sich selber oder für sich selber einstehen. Nicht nur für sich selber, sondern auch für ihre eigene Familie. Diese Wieso, Weshalb, Warum-Fragen haben mich sehr beschäftigt und habe natürlich auch versucht, dahinter zu gucken, warum mich das so beschäftigt und warum mir das keine Ruhe lässt. Ja, weil ich auch erstmal lernen musste, zu sehen, dass ich das nicht ändern kann, dass ich den Menschen daraus natürlich nicht helfen kann, dass das jeder einzeln machen muss. Bloß weil ich mir zu helfen weiß, in gewissen Momenten heißt es nicht, dass es andere auch können. Ihnen fehlt vielleicht auch noch der Mut und vielleicht auch noch,
ja, gewisse Sachen, die vielleicht erstmal richtig wehtun müssen, damit sie sagen oder ihre Grenzen aufzeigen können. Ja, keine Ahnung. Wobei jeden der rote Faden oder rote Linie überschritten ist, ist aber jeden woanders. Ja, bei mir war es ja auch so. Mir musste damals ja auch jemand erst immer wieder sagen, was willst du dir noch antun? Wann ist für dich der Punkt, wo du sagst, bis hierher und nicht weiter? Oh ja, auch ich habe mir viel gefallen lassen müssen, um dann irgendwann mal zu sagen, Schluss, aus, bis hierher und nicht weiter. Und wie gesagt, war nur ein Spruch, den er damals ja sagen musste. Das habe ich ja schon gesagt, bis es dann losging. Ja, wie sehe ich denn sie? Oder auch ihr? Ja, ihr erzählt es dann, oder zumindest war das ja sowieso verbunden mit dem C. Also C, wie bin ich damit in Kontakt getreten mit diesem Thema? Nicht so wie ihr alle oder so wie der größte Teil über diesen Lockdown-Ausruf oder weil sie sich vorher schon informiert haben. Bei mir war es jetzt sehr zaghaft damals über ein paar Freunde, die man so immer mal getroffen hat mit ihrem C-Gruß. Schon immer, wenn die den gemacht haben, habe ich gedacht, sie haben eine Macke. Und ich dachte, was geht denn hier? Spinnen die? Was ist los? Ja, irgendwann sah ich dieses C-Bier und dachte dann ja erst, okay, das hat was damit zu tun. Okay, ich dachte dann so, okay, verrückter kann die Welt ja nicht sein und verrückter können die Menschen auch nicht mehr sein. Ja, bis ich meine Weiterbildung angefangen habe, letztes Jahr halt, wie gesagt, im März. Da schlug es ein wie eine Bombe, weil die Leute, mit denen ich dort die Weiterbildung gemacht habe, sich nur darüber unterhalten haben. Ich habe dann nur was wahrgenommen und das habe ich natürlich geäußert. Und das war, C ist definitiv nicht so, wie es hier gesagt wird. Und wie ihr es wahrnehmt, C ist nur vorgeschoben. Und ja, ich sollte recht behalten, C ist vorgeschoben, weil hinter diesem C noch viel mehr steckt. Viel mehr als das, was uns lieb ist. Und wir sollten die Augen auch davor natürlich nicht verschließen. Ja, sollten wir echt nicht, weil es könnte dann auch viele Menschen kaputt machen. Ja, okay. War ja dann so, dass ich nur die eine Woche in der Schule war und dann die Woche drauf wieder hin bin und dann hieß es ja, nee, könnt nicht mehr, ihr müsst jetzt von zu Hause aus lernen und ja, blieb ja dann nicht nur bei mir so, sondern meine Kinder waren ab dann auch hier zu Hause. Musste Homeschooling machen. Was sage ich jetzt zu diesem Homeschooling? Am Anfang oder die ersten paar Tage fand ich schön, dann habe ich so gesagt, ach du Heimat. Punkt, ja. Ja, ich bin verzweifelt. Ich hatte die Faxen dicke, war nervlich auch kaputt, weil es echt an den Nerven gezogen hat, weil die Kinder dann nun nicht mehr das gemacht haben, was sie halt die ganze Zeit so machen konnten. So ihre Schulfreunde sehen und so weiter. Die hatten ja damit auch echt zu tun. Die mussten gewisse Einschränkungen einstecken. Ja, und dann natürlich dann dieses Zuhause-Lernen. Sie zu Hause lernen, ich zu Hause lernen. Und das war echt viel, muss ich echt sagen. Das war schwer, die erste Zeit, und das unter einen Hut zu bekommen. Ich habe es dann für mich so gemacht, dass ich gesagt habe, für mich, mein Stoff lerne ich ein paar Tage später und dann mehrere Sachen mit einmal. Hat ganz gut geklappt. Bei meinen Kindern habe ich es dann fast so ähnlich gehandhabt. Ich habe dann nur mal ein paar Tage aussetzen lassen und dann haben wir immer mal was gemacht. So, welche Stoffe habe ich nicht gemacht? Das war diese Musik, Sport und Zeichnen, weil am Ende haben sie das ja so oder so gemacht. Und mir war ja dann bloß wichtig, dass sie Rechnen, Schreiben, Lesen auf jeden Fall machen. Und mir war dann noch ganz wichtig oder noch viel mehr wichtiger, dass sie lernen, zu sich zu stehen, vieles nicht mehr an sich selber herankommen lassen, die Schuld dann auch nicht auf sich zu nehmen. Und dass sie dem C positiver entgegengehen und nicht so mit dieser Angst. Denn dieser C-Wahnsinn war ja dann auch schon in der Schule negativ behaftet, wo den Kindern damit auch Angst gemacht worden ist und dann auch so wie Schuldgefühle entgegengebracht haben. Was sie mir ja dann selber auch geäußert haben. Wie gesagt, es war ja dann auch die Zeit, wo sie keinen Bock auf dieses Zeug hatten, was Schule betraf. Sie wollten von Schule nichts mehr wissen, nichts mehr sehen, nichts hören. Ich habe es jetzt soweit eigentlich sehr gut wieder hinbekommen, dass sie Spaß dran haben, dass sie wieder gerne in die Schule gehen und habe den ja auch den Druck dann, was das betraf, auch rausgenommen. Wie gesagt, hat sehr gut geklappt. Ja, und dann war ja dieser Lockdown, was ja damit einhergegangen ist, wie Homeschooling und so.
war ja dann auch, was als erstes passiert ist, dieser Hamsterkauf oder diese Hamsterkäufe, die im Außen sehr getan worden sind von vielen. Und ja, ich war auch eine davon, die aber nicht nur Klopapier und Nudeln gekauft hat. Nein, natürlich habe ich auch andere Dinge gekauft, weil ich natürlich dann auch Ängste gefühlt und gespürt habe. Diese Angst, oh, du kannst nicht mehr so einkaufen gehen, wie es mal war. Du, was ist, wenn mal zu ist und du hast auf einmal nichts mehr? Ja, aus den Gründen heraus habe ich dann so diese Einkäufe getätigt und Vorrat mir angeschafft. Hat es geklappt mit den Vorratskäufen? Nein, in dieser Zeit natürlich noch nicht so, weil ich dann natürlich auch wieder zur Normalität gegangen bin, wo dann wieder alles etwas gelockert worden ist. Aber was hat es mir denn trotzdem gezeigt, diese erste Zeit vom Lockdown und diese Einkäufe? Mein Kaufverhalten. Mein Kaufverhalten hat es mir auf jeden Fall aufgezeigt. Und mein Kaufverhalten hat mich dann in dieser Zeit oder ab da an nicht mehr in Ruhe gelassen, sondern es kam dann immer schubweise was hoch, was mir gezeigt hat. Und ich mich immer wieder gefragt habe, muss das jetzt sein? Brauchst du es? Und ja. Ja, manchmal habe ich es trotzdem noch gemacht und mache es hin und wieder heute auch noch. Aber nicht mehr so schlimm, wie es damals war, auf jeden Fall. Aber auch bei meinen Kindern. Meine Kinder hatten ja damit auch sehr ein Problem, weil die waren es ja auch gewohnt, immer alles zu bekommen, was sie wollten, auch was sachenmäßig betraf und so weiter. Und meine Kinder, die sind ja natürlich auch so. Sie haben ihre Sachen, die sie bekommen haben, nicht wertgeschätzt. Ganz im Gegenteil, manche Sachen wurden mutwillig kaputt gemacht. Und Mutti war dann kaufen. Deswegen dann auch dieses, nicht krankhafte Kaufen, aber diese sinnlose Kauferei, weil ich als Mutti dann natürlich auch da keine Grenzen gesetzt habe und gesagt habe, eben ist ja her, entweder ihr geht ordentlich mit den Sachen um oder ihr habt Pech. Ja, wie gesagt. Das mussten wir natürlich auch in dieser Zeit lernen. Und ja, ich durfte mir dann auch viele Sachen angucken und anhören von meinen Kindern. Aber letztendlich haben auch sie dazu gelernt. Und natürlich gehen sie jetzt endlich nach Jahren Gepredige, denn ich habe echt lange gepredigt darüber, dass sie es ordentlich machen sollen. Natürlich war das dann auch mit diesem Essen verhalten, weil sie natürlich immer und immer wieder das Essen auch sich zu viel drauf gemacht haben und dann, wenn sie keine Lust mehr hatten, haben sie es weggeschmissen oder nur sinnlos gegessen haben und ja, oder nur mal was angebissen haben und dann weg. In dieser Zeit mussten sie aber lernen, zu gucken, ob es jetzt wirklich notwendig ist, das zu essen, ob sie jetzt wirklich Hunger haben oder nicht. Wie gesagt, es hat sich dann dadurch sehr viel verändert und sie haben nicht mehr sinnlos gegessen und dann die Hälfte weggeschmissen. Wie gesagt, das war sehr positiv in unserer ersten Lockdown-Zeit. Wie gesagt, sehr, sehr stressig, aber auch sehr, 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 sehr positiv. In dieser ersten Lockdown-Zeit, in diesem allerersten vor allen Dingen, sind wir sehr näher gerutscht. Wir als Familie sind bedeutend gestärkt oder wir halten auch bedeutend mehr zusammen jetzt. Also wir gehen aufeinander ein. Ja, auch manchmal kann der andere dem anderen nicht verstehen, warum er gerade so zickig ist oder wütend ist, gibt es echt noch manchmal. Aber zum Großen und Ganzen klappt es jetzt sehr gut, dass dann auch ein bisschen Ruhe jetzt wieder ist. Ja, dann hieß es aber wieder. Die Schule geht jetzt wieder los und aber nur unter diesen Voraussetzungen. Ich sage dann nur Masken. Ich habe mich mit der Schule auseinandergesetzt und habe gesagt, meine Kinder nehmen an der Schule jetzt nicht teil. Ich möchte das nicht, dass meine Kinder unter solchen Voraussetzungen die Schule betreten oder in die Schule gehen. Weil es mir wichtig ist, dass meine Kinder die Luft ganz normal einatmen und nicht erst so ein Lappen, sagen viele, oder im Maulkorb letztendlich eine Maske tragen, um dann auch erst mal eine Schule besuchen zu dürfen. Ich habe ja gesagt, nein, ich möchte das nicht. Sie soll alles ganz normal machen wie eh und je. Denn letztendlich kam ja auch heraus und man kann es ja eigentlich sehen, dass das gar nicht so ist, wie es gesagt wird. Mir war das sehr wichtig und die Schule hat letztendlich damit uns gewähren lassen, ob sie wollten oder nicht. Letztendlich habe ich da das erste Mal dann auch für meine Kinder gerade gestanden und war es richtig? Ja, würde es auch immer wieder tun.
Weil ich mal sage, das ist wichtig, dass es den Kindern gut geht. Und das ist meine oberste Priorität, dass es denen gut geht. Und ja. Und dann ging es ja wieder weiter. Letztendlich gab es ja dann mal so eine leichte Lockerung, wo sie dann doch ein paar Wochen gehen konnten. Und ich dann sie letztendlich auch gehen lassen habe, in Absprache mit den Kindern. Unter gewissen Voraussetzungen natürlich, dass das nicht so lange ist und so oft ist, dass sie die tragen müssen. Und ich hatte ja dann in der Zeit dann auch eine Arbeit. Das war ja dann kurz vor dem zweiten Lockdown. Wie gesagt, die neue Arbeit waren ja nicht mal 4 Wochen, die ich da hatte. Denn ich wurde ja da wieder vor die Wahl gestellt. Entweder oder. Und ich habe dann für mich beschlossen, ab da an zu sagen, solange wie das mit dem C-Wahnsinn ist und I-Wahnsinn, was er dann noch immer mehr rauskam, dass das gemacht werden muss, habe ich für mich selber beschlossen, für meine Kinder da zu sein und das mit der Arbeit niederzulegen. Dann kamen aber auch die Arbeitsthemen hoch. Tja, und dann musste ich mir wieder Gedanken drüber machen, inwieweit. Wie gesagt, ich war ja damals in der Pflege. Die Weiterbildung mit der Pflege hatte ich ja auch gemacht. Und daraufhin konnte ich mir über einige Sachen nochmal bewusst werden oder bewusst machen, was ich möchte für die Zukunft und was nicht. Und ja, mir hat es eigentlich nochmal aufgezeigt, dass ich in solchen Pflegeheimen oder ambulante Pflege so nicht mehr arbeiten möchte. So wie es jetzt ist, dass Menschen nur abgefertigt werden in ja, Massen, wie Massenarbeit, also wie sagt man auch, die Massenabfertigung. Es sollte auf jede Bedürfnisse der Menschen eingegangen werden, denn sie sind sehr unterschiedlich. Das ist leider abhanden gekommen, weil es ja wirklich so ist, dass man wie auf Zeit und am besten so viele Leute wie möglich abfertigt. Ja, egal wie sie denken, wie sie fühlen, es ist Wurst, es hat keinen zu interessieren. Ich durfte das sehr oft erleben und habe dann auch sehr oft mich damit auseinandergesetzt, innerlich, äußerlich, habe mich sehr oft mit Menschen auch darüber unterhalten, ob es nun auch mit den älteren Menschen waren oder auch mit anderen Menschen, die außerhalb waren. Wie gesagt, ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, dass wir Menschen unsere Vorfahren so abfertigen können, dass wir sie irgendwo nur abstellen und die wird sich schon gekümmert. Mir ist das egal. Letztendlich ist es ja nicht so. Und jeder, der seine Familienmitglieder liebt, sollte dahinter gucken, ob das wirklich das Richtige ist, was sie hier tun. Es gibt bestimmt Pflegeheime oder Pflegeheime oder ambulante Pflege, wo es dem wichtig ist, dass sie auf die Menschen eingegangen wird. Ich leider habe nur die anderen Sachen erlebt, leider Gottes, nämlich nur das Negative. Ich bin sehr oft nach Hause traurig und niedergeschlagen und fassungslos, weil ich vieles so nicht verstehen kann und bis heute nicht verstehen kann. Aber wie gesagt, all das durfte ich mir bewusst machen und bewusst werden in Zukunft, wo und wie ich gerne in der Pflege arbeiten möchte. Wie sollte das auch sein? Wie sollte die Ambiente sein des Hauses? Und wie sollte mit den Menschen umgegangen werden? Das ist das, wo ich mir Gedanken drüber machen durfte. Aber letztendlich, wie gesagt, wir waren ja dann trotzdem wieder in diesem zweiten Lockdown und in diesem zweiten Lockdown war ja dann natürlich auch diese Homeschooling wieder. Aber selbst da durfte ich mir wieder Gedanken machen und dann kam ja auch dieses Lehrerthema hoch. Ich habe mich dann auch natürlich mit diesem Lehrerthema auseinandergesetzt und die Lehrer auch nochmal anders wahrgenommen. Erstmal ziehe ich Hut vor den Lehrern, dass sie so viele Menschen oder so viele Kinder unterrichten können mit einmal. Also wenn ich überlege, ich hatte dann nur zwei, weil mein Großer war jetzt schon selbstständig und eigentlich schon fast am Ausziehen. Die kleinere war ja noch im Kindergarten. Also hatte ich zwei, aber letztendlich drei kleinere. Und echt, ich habe manchmal gedacht, ich habe hier 9 Kinder in der Wohnung, obwohl es letztendlich nur 3 Kinder waren, 2 Schulpflichtige und das Kindergartenkind. Aber es hat sich echt manchmal angefühlt, wie als ob ich 9 Kinder hier hätte. Weil so unterschiedlich sie auch waren, so anstrengend konnten sie auch sein. Dann auch diese, wenn man sie unterrichtet hat, das war richtig schlimm.
Also wie gesagt, ich hatte echt zu tun. Und deswegen sage ich ja, ich ziehe einen Hut vor den Lehrern, die das so toll machen und das auch so hinbekommen und dann auch die Kraft zu Hause noch haben und nicht kaputt umfallen und ins Bett fallen. Ja, eigentlich kaputt ins Bett fallen. Ja, genau so wollte ich sagen. Also wirklich. Aber trotzdem, wenn, trotzdem. Und letztendlich habe ich zwei Erkenntnisse darüber. Es gibt solche und solche. Warum sage ich das so? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, nicht nur ich selber, sondern mein eigenes Kind hatte auch mit zwei Lehrern so ein bisschen zu tun. Mit der einen, die übelst lieb und dann die andere, die halt nicht so lieb war, sondern das Gegenteil davon war. Und deswegen geht so dieses Lehrerthema mir, oder ist mir ewig nicht aus dem Kopf gegangen. Ich habe mich lange damit beschäftigt, habe mir auch dieses Sachen, was Schule betraf, ja, dieses Thema gewidmet oder eigentlich mehr oder weniger auch noch mal genauer angeguckt. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, wo ich sage, was wollen die Lehrer in der Schule, die eigentlich nicht sich auf Kinder einlassen können? Warum sind sie in diesem Job? Dann sollten sie doch lieber einen anderen machen. Denn es bringt ja den Kindern nichts, Kinder zu erniedrigen, Kinder herabmäßig zu behandeln. Das stärkt nicht die Kinder, ganz im Gegenteil. Das bringt ja eigentlich die Kinder dazu, dann auf Schule keinen Bock zu haben. Man bringt sie eigentlich dazu, wo sie sagen, ich will nicht. Die verweigern sich dann nämlich eher mehr der Schule. Denn genau, ich habe es ja, wie gesagt, am eigenen Leib durch mit meinen eigenen Mädchen. Und habe ja dann aber auch wiederum eine ganz, ganz liebe Lehrerin kennengelernt, die auf sie eingegangen ist, der es wichtig war, dass das eine Kind mutig ist und dann natürlich auch sich selber nicht so kaputt macht und auch unter Druck setzt. Aber es war für sie sehr schwer, damit umzugehen, weil sie es so nicht kannte, weil sie ja vorher diese negative Erfahrung gemacht hat. Also hatte ich ja in diesem Jahr, also ja, dieses Jahr damit zu tun, mehr oder weniger meine Kinder zu ermutigen für Schule. Und jetzt muss ich sagen, es klappt sehr gut. Es gibt jetzt gerade wieder diese Probleme, aber auch diesem werden wir uns natürlich stellen, denn da muss ein Gespräch geführt werden. Aber das ist auch okay. Okay, dann bin ich ja zu Demos gegangen, zu vier Stück, zu vier großen, zwei hier in meiner Stadt und zwei außerhalb. Was möchte ich dazu sagen? Die erste große war ja hier bei mir in der Stadt, die war wunderschön. Wie gesagt, gibt es nichts. Die zweite, zu der bin ich ja das erste Mal gefahren, alleine. Hatte die dann Natur oder konnte zu dieser Demo, weil mir das jemand ermöglicht hat, mein allerbester Freund, der mir die Chance gegeben hat, daran teilzunehmen. Aber auch nur, weil ich ihn genervt habe und gesagt habe, dass ich ein Teil davon sein möchte, dass ich wissen möchte, wie es dort ist, ob es wirklich so ist, wie es gezeigt wird oder ob es doch anders ist. Ich wollte selber dabei sein, um selber mitsprechen zu können. Und ja, und ich muss sagen, ich bin unendlich stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, den Mut aufgebracht habe, um dorthin zu gehen. Denn ich habe ja auch dadurch gewisse Ängste erlebt und die waren so kurios und so blöd manchmal, wo ich dann sage, was? Aber okay, ich habe mich dieser Angst gestellt. Also wie gesagt, mein Bekannter hat mir das dann ermöglicht, er hat mir die Karte besorgt und ich war dann dort. Zumindest nicht gleich. Bin ja dann natürlich, oder der Tag kam ja dann irgendwann. Der Tag kam, der brachte mich zum Bahnhof. Sie ist dann 5 Minuten, kommt der Bus und deswegen ist er ja dann schon los und wieder zu meinen Kindern. Ja, aber letztendlich kam der nicht in 5 Minuten, dieser Bus, sondern 2 Stunden später. Ja, und da ging sie eigentlich schon los in meinem Kopf. Ist es jetzt richtig, dass du gehst? Oder willst du nicht lieber zurück? Noch hast du die Möglichkeit, um zurückzugehen. Umso später der Bus kam, umso mehr kam dieser Gedanke, komm, soll halt nicht so sein. Und dann verbringst du halt lieber oder wieder den Tag mit deinen Kindern. Letztendlich kam dann doch der Bus. Auch mit hin und her telefonieren, gerade mit meinem Kumpel und oder mit meinem besten Freund. Letztendlich kam er und was kam dann noch mehr? Oh, jetzt ist es soweit. Der Bus ist da und oh, Scheiße. Diese
Gedanken, diese Angstgedanken, die dann so entstanden sind oder die dann auch so immer mehr zum Vorschein gekommen sind, war echt, da bin ich echt erschrocken und habe mich auch echt komisch gefühlt dabei, weil war so merkwürdig. Dann sah ich noch die Leute, die aus dem Bus so kurzzeitig eine Pause gemacht haben. Na gut, das war auch nicht ganz ohne. Denn man hört ja auch so vieles über diese sogenannten Menschen, die ich da so in dem Bus hatte. Und ja, natürlich ist da mein Karussell wieder losgegangen im Kopf und bleib lieber zu Hause, mach's nicht, geht nicht. Und dann kam aber so eine ganz leise Stimme in meinem Kopf. Doch, komm. Nutz einmal die Möglichkeit, die du da so hast und mach es und steh vor das. Du stehst vor was. Also zeig auch Gesicht und mach es einfach. Okay. Bin ja dann letztendlich rein in den Bus. Sind 3/4 Stunde ungefähr gefahren und dann hat sich die Angst gelegt. Und die Angst war dann mehr in Euphorie, Freude und ja, ich habe mich halt, wie gesagt, sehr gefreut, dann fast da zu sein und so. Ja, doch, es war echt Wahnsinn. Letztendlich war ich ja dann irgendwann angekommen. Ich habe mich unendlich gefreut, da zu sein. Und yeah, und schau, was du geschafft hast. Du bist bisher hergekommen und ganz alleine zum allerersten Mal in deinem Leben, dass du irgendwo so weit weggefahren bist. Ja, dieses Gefühl ist so unbeschreiblich und ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich da den Mut hatte, alleine zu gehen. Das ist so unglaublich. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, es gab ja dann nicht nur auch schöne Momente, ganz im Gegenteil. Ich hatte ja auch mit 4 Situationen zu tun, wo ich sehr erschrocken bin über uns Menschen. Ja, und da war ja dieses Menschenthema wieder da. Wieder war ja in der Zwischenzeit sehr oft da, aber da war es dann noch immer. Und wo ich das gesehen habe, was andere Menschen anderen antun können, nur weil die Menschen andere Meinungen sind und andere nur gewisse Sachen vertreten müssen. Ja, ich war erschrocken. Ich war erschrocken, mir liefen die Tränen, weil ich es nicht fassen konnte. Ja, ich war auch so fassungslos, geschockt. Ich war ja dann manchmal auch wie so erstarrt, weil ich es nicht fassen konnte, was da so passiert ist, wie die Menschen da so behandelt worden sind. Also letztendlich muss ich sagen, nachdem ich auch zurückblicke und viele Sachen dann im Internet gesehen hatte, nachdem ich meinen Tag dort verbracht habe, hatte ich ja Glück, dass ich eigentlich in einem Demozug war, der über 5 Stunden ging, dass der voller Freude und Euphorie war. Ja, das war. Also wenn ich an die Momente zurück mich erinnere, Wahnsinn, gerade wenn dann rechts und links Zuschauer sind, die einen zujubeln und einen zuklatschen. Das ist, ich kam mir vor wie bei einem Marathonlauf, den ich so gewinnen muss. Und das war so geil. Das war unglaublich, wunder, 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 wunderschön. Und das war so Wahnsinn. Ja, letztendlich habe ich ja dort auch 2 Menschen kennengelernt, die mich dann auch mit nach Hause genommen haben. Und auf dem Weg nach Hause, wir waren so stolz, ein Teil davon gewesen zu sein, die in so einem Zug waren. Aber was ich dann zu sehen bekommen habe zu Hause, weil ich mir ja gewisse Videos dann auch angucken wollte und den Drang auch verspürt habe, das zu tun, um mich zu informieren, was ringsherum passiert ist, war ich erschrocken. Ich war erschrocken. Über all diese Bilder, all diese Videos, wie die Menschen niedergeprügelt worden sind. Ja, das war echt krass. Nach wie vor, ich habe es ja auch live gesehen. Und wie gesagt, das sind so diese 2 Sachen, die man das auf jeden Fall so wahrnimmt, diese Euphorie und dann aber auch diese gewisse Schockstarre, weil man überrascht ist über das, wozu Menschen fähig sein können. Ja, ist mal so Sachen. Genau. Letztendlich hat es mich nicht davon abgehalten, bei der nächsten Großdemo dort mit dabei zu sein. Ich bin auch hin, diesmal dann auch mit 2 Bekannten und wie gesagt, ich bereue es nicht, dort dabei gewesen zu sein, geschweige denn bei den 2 in meiner Stadt. Und wird es immer und immer wieder machen. Mir ist es wichtig, für das einzustehen, was ich denke, was ich fühle. Was will ich denn? Ich möchte die Liebe leben. So heißt ja auch mein Kanal, Liebe leben und natürlich erleben. Ja, ich möchte sie erleben. Ich möchte es. Es ist unglaublich schön, auch dieses dann zu fühlen, dass Liebe überall sein kann, egal
in welcher Situation. Ob nun bei diesem I-Wahnsinn, bei diesem C-Wahnsinn oder halt bei das, was bei den Demos passiert. Oder dann natürlich auch in dem privaten Umfeld. Ja. Was möchte ich denn zu diesem I-Wahnsinn sagen? Ja, ich gehöre ja zu dem I-U, habe aber viele in meinem Bekanntenkreis und auch natürlich in meiner Familie, die sich für das I entschieden haben. Ja, auch ich habe mich sehr oft dabei ertappt, dass ich das über sie geurteilt habe. Aber auch gleichzeitig habe ich meine Angst gefühlt. Meine Angst, sie zu verlieren. Sie zu verlieren, genau nur an sowas. Weil sie sich dafür entschieden haben. Und ja, wo habe ich es denn als erstes mitbekommen? War natürlich bei meinem Bruder, der mir dann irgendwann mal geschrieben hat, dass er das macht. War unglaublich schwer. Ich war wie geschockt und dachte nur, ach du Heimatscheiße, ja, so denke ich darüber. So habe ich auch gedacht. Letztendlich liebe ich ihn nach wie vor, ob er sich nun dafür entschieden hat oder nicht. Aber er hat sich ja dafür entschieden. Trotzdem ist er nicht anders und auch meine anderen restlichen Familienmitglieder nicht. Ich kann nur manche Aussagen dazu nicht verstehen, warum sie es getan haben. Auch bei meinen Freunden gibt es ja gewisse Aussagen, die sie dazu tätigen, warum sie es getan haben. Ja, und das ist unendlich schwer und schmerzhaft, das zu ertragen, diese Gründe. Ja. Aber okay. Und ich finde es schlimm, wie Menschen sich so anfeinden, ob das nun die Ehe Menschen tun oder die EU Menschen tun und so dieses Bekriegen, was sie da machen, das ist so Wahnsinn und eigentlich entsteht ja nur durch sowas Spaltung, weil man nicht versucht, den anderen zu verstehen. Ja, auch ich habe meine, also die Menschen, die mir wichtig sind, nicht verstanden, nicht nachvollziehen können, warum sie es tun. Ich wollte auch sie unbedingt davon überzeugen, dass sie es nicht tun sollen. Aber selbst ich musste dabei lernen, dass ich anderen nicht überzeugen sollte, sondern dass sie es selber tun müssen und ich nichts tun kann, weil das nicht meine Entscheidung ist. Ja, und dann rutschte ich natürlich durch diese Geschichte, was das I betrifft, wieder auch in die Vergangenheitsthemen. Ja, und da kam mir ja dann auch die Geschichte hoch mit meinem Ex damals. Wir haben ja eine gleiche Geschichte durch und ich hatte ja dann immer dieses Gefühl, ich muss ihm helfen. Ja, weil ich halt so ein Typ bin, der gerne anderen hilft, der für andere einsteht. Ja, mir ist das nach wie vor wichtig, für schwache Menschen einzustehen, für sie da zu sein, für sie zu kämpfen. Würde ich nach wie vor tun. Und ja, auch wenn meine Familienmitglieder irgendwann mal ankommen und mich um Hilfe bitten oder meine Freunde, ich würde sofort helfen, gar keine Frage. Und ich würde mir wünschen, dass was das I-Thema betrifft, ob nun I oder EU, dass sie mehr zusammenhalten und sich da nicht so teilen lassen. Denn das ist nämlich auch gewollt von da oben. Diese Teilung, sie ist einfach nur gewollt. Denn durch diese Teilung der Menschen, dadurch entsteht Krieg. Ja. Es ist halt ein Krieg ohne Waffen, aber dafür ein Krieg, wo die Menschen sich untereinander bekriegen. Weil sie den anderen nicht verstehen können oder auch nicht wollen. Aber was alles auch irgendwo so gemacht ist, finde ich. Und warum sage ich das so? Weil ich es selber so erlebt habe. Im privaten Umfeld, in meinem Leben, in einer Beziehung. Und ich dann auch versucht habe, da zu helfen, dass das nicht passiert, aber auch da lernen musste, dass das nicht möglich ist. Das ist nicht meine Familie. Ich sollte nur für meine Familie da sein und stark sein, natürlich. Ja, dieses Spaltungsthema, ich glaube, das wird uns alle so lange beschäftigen, solange wie wir das nicht auf die Ketten bekommen, zusammenzuhalten. Egal, wie sich jemand entscheidet, das zu respektieren. Ja. Ja. Ja, okay. Dann geht es ja eigentlich weiter. Wie gesagt, dieses
dieses C, ja, C-Wahnsinn, I-Wahnsinn, sage ich nach wie vor, habe ich schon am Anfang dieses Videos gesagt, wäre die Chance zur Selbstliebe. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, weil es hier eigentlich jetzt nur noch darum geht, entweder man schlingelt sich so weiter durch, man lässt sich weiter erniedrigen, erpressen oder nötigen, weil letztendlich ist es nichts anderes. Es wird ja auch jetzt schon im Außen so gezeigt, was vor ein Jahr jetzt eigentlich noch als Verschwörungstheorie gesagt worden ist, dass das so ist. Es bestätigt sich ja. Und wie gesagt, eigentlich geht es nur hier darum, Stellung zu beziehen zu dem, wie man denkt und fühlt. Und dann sollte man sich eigentlich auch mal Gedanken machen, ob es dort, wo man gerade arbeitet, ob das einen erfüllt und glücklich macht oder ob da nur noch ein Muster dahinter ist, weil es nicht anders geht. Weil man Angst hat, vielleicht auch vor Veränderung. Ja. Und all das, ja, hat eigentlich dann nur mit der Selbstliebe zu tun, denn man muss Entscheidungen treffen. Man sollte sie nicht für andere treffen, sondern nur für sich selber. Und ich habe ja auch meine Entscheidungen getroffen, ob es die Entscheidung der Homeschoolings war oder dann halt das mit den Demos oder halt Beruf oder halt jetzt auch mit gewissen Einkaufssachen. Da ja uns nun ein zweiter Lockdown bevorsteht, bin ich nach wie vor so, dass ich sage, ich brauche keine Kneipe, keine Disco. Und wenn die Menschen sich daran beteiligen möchten, bei diesen Gehregeln mitzumachen, dann tun sie die Spaltung weiter fördern und natürlich auch den Hass unter den Menschen. Ja. Und ob es das ist, was sie wollen, müssten sie jetzt selber lernen zu unterscheiden. Ich für mich, für meinen Teil, möchte das nicht. Deswegen steige ich aus dieser Sache aus, indem ich sage, ich mache da nicht mehr mit. Ich möchte dann halt solche Sachen oder solche Kneipen, Diskotheken nicht besuchen und mich aus dem Grund zu irgendwas erpressen lassen oder zu irgendwas nötigen lassen, nur damit ich dann dort reingehen kann. Nein. Weil ich mir ja letztendlich auch bewusst gemacht habe, wie oft besuchst du sowas, wie oft gehst du in Kneipen oder sonstiges. Fitnessstudio brauche ich nicht, weil ich kann mein Fitness auch zu Hause machen. Kneipen, ich kann auch zusammen mit Freunden zu Hause feiern. Und das ist letztendlich erstens auch sehr günstig und macht auf jeden Fall mehr Laune. So, und letztendlich ist es ja auch mit Diskos oder mit vielen anderen Sachen. Man sollte sich echt bewusst werden, inwieweit man noch was mitmacht oder ob es denn nicht mehr Zeit wäre, für sich und für andere einzustehen oder gerade zu stehen und zu sagen, bis hierher machen wir was mit und bis hierher nicht. Ja, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, was jetzt hier so noch passieren muss, damit Menschen bewusster Entscheidungen treffen oder sich bewusst werden, wie sie leben möchten. Ich für meinen Teil habe mich bewusst dafür entschieden, dass ich lieber leben möchte mit allem, was dazu gehört. Ja, und da gehört halt für mich Spaltung nicht dazu. Nötigen lassen zu irgendwas gehört auch nicht dazu. Erpressen lassen auch natürlich nicht. Wie gesagt, warum sage ich das so mit diesem Erpressen und Nötigen? Ja, weil all das nämlich mir bekannt vorkommt. Ich kenne das irgendwoher. Dieses du musst und wenn du es nicht tust, dann komme ich halt nicht. Ich kenne das. Es hat zwar jetzt nicht mit dieser I-Sache zu tun, aber genau so kenne ich es auch. Ich sage da nur, mein damaliger Ex, von dem ich mich so nicht gleich trennen konnte, hat das ja auch immer gemacht. Wenn du dich jetzt nicht so verhältst oder wenn du jetzt nicht aufhörst, mich so zu nerven mit deinen Nachrichten, komme ich nicht mehr. Dann komme ich nicht mehr zu dir und zu den Kindern. Letztendlich, egal wie ich mich verhalten habe, er hat ja letztendlich trotzdem nur das gemacht, was für ihn gepasst hat. Wenn er der Meinung war, ich gehe ihn auf den Sack und die Kinder nerven ihn, war es ihm ja auch scheißegal, sei auch ferngeblieben. Wenn er der Meinung war, er müssen andere kennenlernen, ja, dann hat er mich auch nicht gefragt, ob es mir passt. Er hat es einfach gemacht. Und letztendlich ist es ja jetzt genauso. Die da oben, wenn die der Meinung sind, die wollen das durchboxen, dann machen die das alles. Dann fragen die uns nicht. Ganz im Gegenteil, es wird doch sowieso entschieden. Und jetzt letztendlich heißt es doch nur, inwieweit machen wir was mit? Inwieweit sagen wir, okay, so habt ihr euch entschieden, aber ich entscheide mich so und ich möchte so und dafür stehe ich jetzt gerade und dann muss ich in meinem Leben gewisse Abstriche machen. Und
Was heißt das dann eigentlich im Allgemeinen? Eigentlich heißt es nur, Selbstverantwortung wieder zu übernehmen. Selbstverantwortung zu übernehmen für das, was ich denke, was ich fühle und was ich leben möchte. Und dann eigentlich mehr oder weniger aussteigen aus diesem Hamsterrad, wo alle gerade drin sind. Ja, auch ich war in einem Hamsterrad, in diesem Hamsterrad, was mein Familienbild damals war. So wie Mutti, Vati, Kind muss sein. Und ja, ist es aber nicht. Mein Familienbild ist schon lange nicht mehr so, wie es war, weil es wurde mir ja im Außen oft genug gezeigt, dass es so gar nicht ist. Und ja, wie gesagt, und natürlich darf man schimpfen über gewisse Sachen. Man sollte nicht alles stillschweigend hinnehmen und die Kusche halten, wenn es einem nicht gefällt. Natürlich kann man seine Meinung dazu sagen, sollte man auch. Und man sollte nur gucken, dass das einen nicht so erfüllt mit Hass. Ja. Klar, auch ich tue mich in den sozialen Medien austauschen, tue auch Stellung dazu beziehen, aber versuche da nicht in die Wut reinzukommen. Natürlich bin ich über gewisse Sachen wütend, was mit den Menschen so gemacht wird und zu was eigentlich die Menschen auch genötigt werden und auch was sie an Sachen also aushalten können. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, weil ich bin eigentlich jetzt so in den Alten. Oder nach all den Jahren, wo ich mit diesen Themen so viel zu tun hatte, echt an dem Punkt, wo ich sage, wenn mir keiner ordentlich entgegenkommt, der kann von mir nichts erwarten, funktioniert nicht. Ich möchte, dass man mir entgegenkommt mit Liebe, Respekt und natürlich auch mit, ja, nicht mit Anerkennung oder so, aber dass man mich so wahrnimmt, wie ich wirklich bin. Und wenn es einem nicht gefällt, da kann es sich gerne rumdrehen und gehen. Ja, und das sollte, wie gesagt, sich mehrere Menschen wieder bewusst werden, dass ihr so wie ihr seid, dass ihr tolle Menschen seid. Ihr seid starke Menschen, ihr seid mutige Menschen eigentlich. Aber Mut oder mutig seid ihr nur, wenn ihr zu dem steht, was ihr denkt und fühlt. Und nicht versucht durchzuschlingeln. Und ich weiß, es tun viele, obwohl sie ja eigentlich andere Sachen tun, sie noch Sachen machen, damit sie doch noch so durchkommen. Ja, aber es zeigt ja dann nur, dass man auch im Privatleben sich nur durchmogelt in vielen Bereichen. Denn all das, was im Außen so gezeigt wird, da gibt es im privaten Umfeld auch gewisse Dinge, die damit einhergehen. Wenn ihr euch die Sache mit dem Thema anguckt und zu dem Thema ihr gewisse Verhaltensweisen von da oben machen, mit runternehmt in euer Privatleben, guckt es euch an. Wo belügt ihr euch? Wo betrügt ihr euch? Oder wo werdet ihr belogen, betrogen und enttäuscht immer und immer wieder? Der sich jetzt im Außen enttäuscht fühlt, ja, wo bist du im Privatleben enttäuscht? Der sich belogen und betrogen fühlt, im Außen, geh in dein Privatleben und guck dir an, wo fühlst du dich betrogen und belogen? Guckt einfach mal und dann versucht es zu ändern und versucht da schon Stellung zu beziehen und dann funktioniert es im Außen noch besser. Dann seht ihr den Lockdown nicht mehr als Strafe an, sondern eigentlich auch was Positives. Denn wie gesagt, dieser Lockdown und so, der hat was Positives. Ich habe meine positiven Sachen daraus genommen und habe Stellung bezogen. Und deswegen macht es mich nicht mehr so kaputt, was dieser C- und I-Wahnsinn so betrifft. Ich hoffe, dass ich damit euch einiges zeigen konnte, dass ihr diesen C- und I-Wahnsinn mehr als Chance sehen solltet. Zum Positiven natürlich und die Chance zur Selbstliebe. Ja, und dass ihr natürlich lernt, wieder für euch selber einzustehen, euch so liebt, wie ihr seid, mit dem, was ihr denkt und fühlt. Und das ist dann der erste Weg zur Veränderung. Denn wir Menschen, wir können es verändern, wir können alles verändern, wir können es so verändern, wie wir was leben wollen. Und wie gesagt, ich bin lieber ein Teil davon, der Liebe leben möchte, der auch Liebe erleben möchte in allem, was man tut, was man nicht tut. Und alles, ja, ich möchte glücklich sein. Ich möchte natürlich auch für meine Kinder, dass sie später eine glückliche Zukunft haben. Und dafür mache ich mich stark. Und ich weiß es, ich bin stark, denn das hat mir oder haben mir die letzten Monate gezeigt. Nicht nur die letzten Monate, eigentlich schon. Ab da an, wo ich mich von meinem damaligen Ex-Partner getrennt habe, denn er hat mich bei Zeiten in den Arsch getreten.
Und wäre er, glaube ich, nicht gewesen, wäre ich vielleicht heute auch so und würde vieles wütend annehmen und auf vieles so schimpfen. Es würde mich vielleicht auch zu gewissen Dingen nötigen, die ich eigentlich gar nicht möchte, wenn ich noch so wäre wie damals. Ich bin halt froh, dass ich damals die Chance genutzt habe und jetzt mein Leben positiver gestalten kann. Und ja, inwieweit natürlich werdet ihr davon noch mehr erfahren, natürlich. Denn wie gesagt, diese Lockdown-Zeit habe ich ja auch sinnvoll genutzt für mich selber und natürlich werde ich euch davon auch berichten. Okay, das soll es aber erstmal heute gewesen sein. Ich möchte ja gucken, dass das Video nicht allzu lange wird. Und vielleicht erzähle ich noch einmal so ein paar Dinge zwischendurch. Ich denke mal, jetzt so die nächsten Videos folgen ja sowieso auf das, was ich jetzt die letzten Monate erlebt habe. Und von daher, wir hören uns auf jeden Fall demnächst wieder. Passt auf euch auf, bleibt in der Liebe. Und natürlich in der Zuversicht. Und wir sehen uns. Passt auf euch auf. Ciao.